Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler, ich bin Mindful Empowerment Coach und heute ist Montag, beziehungsweise jetzt, wo ich das gerade aufnehme, ist Sonntag. Wenn du es jetzt hörst, ist es wahrscheinlich Montag. Und normalerweise gibt es montags ja immer eine Meditation für dich, eine geleitete Meditation. Aber ich habe mir einfach mal überlegt, ich mache einfach mal was anderes heute. Ich mache einfach mal was ganz Verrücktes und keine Meditation, sondern mache eine Zitate-Special-Folge. Und ich werde jetzt abwechselnd immer mal, so wie ich gerade lustig bin, wo ich gerade Lust drauf habe, entweder eine Meditation veröffentlichen oder ein Zitat oder über irgendwas anderes sprechen, was mir gerade so durch den Kopf geht. Und mittwochs gibt es natürlich, wie gehabt bisher, auch immer eine ganz normale Podcast-Folge, das heißt entweder ein Interview oder Input von mir. Und heute gibt es jetzt eine Zitate-Special-Folge am Montag. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Und du kannst mir auch super gerne einfach in die Bewertung, in die Kommentare oder ich hätte was gesagt, per SMS. Kannst du auch gerne eine SMS schreiben. Per E-Mail mir schreiben, was dir am besten gefällt. Ob du lieber einfach nur Meditation haben möchtest, ob du die Zitate-Special-Folge gut findest oder ob du dir irgendein anderes Thema wünschst. Schreib mir super gerne einfach in die Kommentare oder per E-Mail. Oder wenn du möchtest, auch gerne per SMS. Und let's do this. Dann starten wir jetzt die erste Zitate-Special-Folge mit Laura Seiler. Viel Spaß. So, und ich habe mir einfach überlegt, ich möchte jetzt zwischendurch einfach gerne immer mal über Zitate sprechen, die ich besonders gerne mag, die bei mir irgendwie was verändert haben in meinem Leben oder so Sätze, die einfach mich sehr beeinflusst haben. Und ich habe Folgendes gemacht, und zwar, ich bin ja sehr, sehr fleißig auf Instagram und poste da immer ganz viele Sachen und Gedanken, worüber ich so nachdenke. Also falls du mir noch nicht folgst, ist jetzt der richtige Moment, um mir auf Instagram zu folgen unter @lauraseilercoaching. Und ich bin jetzt dann mal so mein Instagram-Profil selber durchgescrollt und habe so gedacht, welches der Zitate ich heute einfach mal nehmen könnte, über das ich sprechen würde. Und vor ein paar Wochen habe ich ein Zitat gepostet. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Zitat ist, aber das ist eine Szene aus König der Löwen, wo Simba ganz zum Schluss auf diesen Berg hochsteigt und sich dann so die Wolken öffnen und sein Vater dann nochmal so durch die Wolken sagt, "Remember who you are." Also erinnere dich daran, wer du bist. Und dann kommt Simba da wieder in seine ganze Kraft und wird ja König und dann ist der Film ja, glaube ich, auch zu Ende. Und ich kann mich irgendwie an diese Szene noch total gut erinnern und habe ja irgendwie dieser Satz, "Remember who you are," also erinnere dich daran, wer du bist, ist für mich einfach ein ganz, ganz wichtiger Satz. Und ich würde da gerne jetzt einfach ein bisschen mit dir drüber sprechen. Und warum ist dieser Satz für mich so wichtig? Dieser Satz ist deswegen für mich so wichtig, weil wir im Laufe des Lebens so oft gesagt bekommen von unseren Eltern, von Schülern, von Lehrern, von Menschen, die uns begegnen, von der Werbung, vom Fernsehen, vom Radio, aus Zeitschriften, wie wir sein sollen. Also uns wird die ganze Zeit suggeriert, wie wir irgendwie sein sollen, wie wir angeblich perfekt sind, dass wir leisten sollen und was uns eigentlich dann ausmacht, dass wir ein guter Mensch sind oder dass wir wertvoll sind. Und ich persönlich glaube, dass wir uns dadurch sehr häufig von unserer eigentlichen Essenz entfernen und dass wir dadurch irgendwann vergessen, wer wir nämlich eigentlich sind. Dass wir vergessen, um das jetzt mal ganz dramatisch auf König der Löwen zu beziehen, dass wir halt eigentlich alle wie Simba sind, dass wir eigentlich alle Könige sind oder Königinnen sind und oder vielleicht noch Prinzessinnen und Prinzen in progress, um König und Königin zu werden. Und dass wir aber, ja, dadurch, dass wir irgendwann in unserem Leben gesagt bekommen, auch was wir nicht gut gemacht haben, wo wir nicht gereicht haben, dass wir ständig bewertet werden, ob es jetzt in der Schule ist oder auch später, wir werden ständig bewertet. Und es geht eigentlich immer darum, irgendwie zu beweisen, ja, wer man eigentlich ist oder eben, ja, irgendwas unter Beweis stellen zu müssen. Und ich habe gestern einen anderen Satz gepostet, und zwar habe ich gesagt, wie wäre es, wenn wir alle weniger Wert auf unser Gewicht legen würden und dafür wieder mehr Gewicht auf unseren Wert? Also ich lese es nochmal kurz vor. Wie wäre es, wenn wir alle weniger Wert auf unser Gewicht und dafür wieder mehr Gewicht auf unseren Wert legen würden?
Und genau darum geht es, wenn ich sage, remember who you are. Also erinnere dich daran, wer du bist. Erinnere dich mal wirklich daran, wer du eigentlich bist. Und wenn man da mal ganz kurz drüber nachdenkt, wenn du die Folge von mir gehört hast, frei von Herzen gesprochen, habe ich da schon mal kurz drüber geredet, dass ich persönlich davon überzeugt bin, dass jeder Mensch und alles, was hier auf diesem Planeten rumläuft und auch dieser Planet selbst, ein Wunder ist. Und es gibt diesen wunderschönen Song von Materia, einer meiner absoluten Lieblingssongs, Welt der Wunder heißt er, wo er sagt, wir leben auf einem blauen Planeten, der sich um einen Feuerball dreht, mit einem Mond, der die Erde bewegt und du glaubst nicht an Wunder. Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel, die ganze Erdkugel bebt, wir haben überlebt und du glaubst nicht an Wunder. Das Gleiche ist eben auch mit uns Menschen. Dein Herz schlägt, seitdem du geboren wurdest, kontinuierlich, jeden Tag, jede Sekunde für dich. Du kannst mit deinen Augen all diese wunderschönen Farben da draußen sehen. Was du alles mit deinen Augen wahrnehmen kannst, keine einzige Kamera auf dieser Welt ist so gut wie deine Augen. Du kannst alles fokussieren, was du möchtest. Du kannst die Dinge scharf stellen, unscharf stellen. Und die Informationen in deinem Gehirn werden in Lichtgeschwindigkeit von einer Nervenzelle zur nächsten transportiert. Und wenn man da mal ganz kurz drüber nachdenkt, das mal kurz für sich sacken lässt und dann irgendwie nochmal eine Sekunde darüber nachdenkt, dass man nicht irgendwie einfach ein unfassbares Wesen ist und dass man so unglaublich wertvoll ist, also der Körper, die Seele, alles an dir ist einfach unglaublich wertvoll und du hast so viel Potenzial in dir, dass dir ist überhaupt gar nicht klar, glaube ich, wie viel Potenzial in dir ist. Also mir war zum Beispiel lange nicht klar, wie viel Potenzial in mir ist, noch nicht mal annähernd. Warum? Weil mir ständig von irgendwelchen Menschen, vor allen Dingen in der Schule, gesagt wurde, was ich alles nicht kann, worin ich nicht gut genug bin. Und ich dann lange eben auch geglaubt hätte, ich wäre nichts gut, bis ich mich eben irgendwann mal getraut habe, mich wirklich mit dem auseinanderzusetzen, was mich wirklich interessiert, was mich wirklich begeistert. Und jetzt rede ich viel länger, als ich eigentlich reden wollte. Eigentlich wollte ich da 3 Minuten draus machen. Es wird jetzt doch wieder ein bisschen länger. Geil, es tut mir leid. Aber um das einfach dann an dieser Stelle nochmal kurz zu verkürzen, also das Zitat, was ich dir heute am Anfang der Woche mit auf den Weg geben möchte, ist einfach, erinnere dich bitte daran, wer du bist. Erinnere dich daran, wie unfassbar viel Potenzial in dir ist. Erinnere dich daran, was du für wunderschöne Träume in deinem Herzen trägst und bring diese Träume bitte, bitte in die Welt. Und hör auf, so viel Wert auf dein Gewicht zu legen, auf irgendwie dein Aussehen oder sonst irgendwas, was überhaupt gar keine Rolle spielt am Ende des Tages. Leg wieder mehr Gewicht auf deinen Wert. Und dein Wert ist tatsächlich unantastbar. Du bist unendlich wertvoll. Und genau das hoffe ich, dass du jetzt mit in deinen Tag nimmst, dass du mal kurz brüllst wie Simba oder wie ein Löwenkönig oder eine Löwenkönigin und wirklich in deine Kraft kommst, mal deine Schultern nach hinten rollst, deinen Brustkorb nach vorne bringst, ein wunderschönes Lächeln in dein Gesicht zauberst und dich einfach darauf freust, dass du auf dieser Welt bist, dass du einfach dein Leben verdammt nochmal selber erschaffen kannst, dass du alles, was du brauchst, in dir hast. Und ja, remember who you are. Erinnere dich daran, wer du wirklich bist. Und ich wünsche dir jetzt eine fantastische Woche mit diesem kleinen Motivationsbooster hier am Montagmorgen. Genieß deine Woche. Wir hören uns am Mittwoch mit einer neuen Podcast-Folge. Wie gesagt, schau super gerne bei mir auf Instagram vorbei, @LauraSeilerCoaching und auch auf Facebook, auch @LauraSeilerCoaching. Ich freue mich super, wenn wir uns da miteinander connecten. Auf meiner Homepage kannst du dir mein kostenloses Empowerment-E-Book herunterladen. Und ich freue mich super über Feedback zum Podcast. Ich lese alle Kommentare, über die ich mich immer wahnsinnig freue. Und genau, eine Sache noch. Wenn du ein neuer Hörer bist von diesem Podcast, das heißt, wenn du den jetzt gerade erst abonniert hast, dann ist es so, dass immer nur die erste Folge meistens da so reingeladen wird in die Podcasts quasi. Und ich würde dir empfehlen, dass du einfach mal alle Podcast-Folgen hörst und zwar bei der ersten Podcast-Folge anfängst, denn ich glaube, so die ersten 5 Podcast-Folgen sind, ja, die sind ganz schön cool, finde ich. Also wo es wirklich auch nochmal darum geht, wie du mehr Selbstbewusstsein bekommst, wie du deine Träume realisieren kannst und hör dir auf jeden Fall alle Podcast-Folgen an, weil da kannst du, glaube ich, was mitnehmen. So hoffe ich auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir einen fantastischen Tag, eine fantastische Woche. Rise up and shine. Erinnere dich daran, wer du wirklich bist. Und ja, ich gebe dir hier ein Jedi High Five. High Five durchs Mikro. Und bis Mittwoch.
alles Liebe. Rock on und Namaste, deine Laura.